Sonnigen Tag! Dario Argento wurde einmal gefragt, warum spielen in deinen Horrorfilmen immer Frauen die Opfer? Er sagte, weil es einfach besser aussieht. Nach demselben Prinzip funktioniert der neue Film schön bis in den Tod. Ich hoffe, dass Sie sich, wo Sie nun in die Welt hinausziehen, immer von den Dingen leiten lassen, die Sie gelernt haben bei Tetapie und dadurch auch die richtigen Entscheidungen treffen. Was geht hier ab? Garrett hat mich betrogen. Betrügst du eine Täter, betrügst du alle Täter. Der Typ musste meine Lektion kriegen. Showtime. Was ist los, Babe? Alles okay? Oh mein Gott. Yo, das ist so eklig. Sie hat voll die Zuckung. Was hast du denn gemacht? Hol sofort den Wagen. Sie ist wirklich tot. Sie ist tot und es ist meine Schuld. Garrett, wir regeln das schon, okay? Lasst uns scharfe Steine suchen, mit denen wir die Leiche zerteilen können. Wie lange willst du das noch durchziehen? Was hast du getan? Sie war nicht tot. Oh Gott! Tja, das ist irgendwie dumm gelaufen und jetzt müssen die Mädels die Leiche verschwinden lassen. Aber jemand weiß, was sie letzten Sommer getan haben. Ich gratuliere euch. Oh mein Gott. Megan ist von den Toten wieder auferstanden und will uns alle umbringen. Das kann unmöglich Megan sein. Sie verwest in einem Minenschacht. Eine der Hauptdarstellerinnen ist Rumour Willis, die Tochter von Stirb langsam-Star Bruce Willis. Gestorben wird in diesem Film allerdings ziemlich schnell. Und das ist auch gut so, denn schön bis in den Tod ist Horrormüll vom Feinsten. Völlig blödsinnig, aber auf eine trashige Art auch irgendwie lustig. Ab 1. Juli gibt's das Ganze im Kino. Viel Spaß! Bild dir bloß nicht ein, dass ich Angst vor dir habe. Ich führe ein Haus mit 50 Verrückten.